Yo, hallo, Mr. Jagger McDagger ist zurück mit einem Banger-Video. Was geht ab, mal Homies und Brodies? Ich hoffe, euch geht's besonders gut. Wieso sollte es euch auch nicht gut gehen? Es ist Wochenende, ihr Schiebt jetzt mal die Depression zur Seite und genießt endlich das Leben. Genauso wie der glückliche Mann hier, der ein bisschen Seilspringen will, weil er Bock drauf hat. Ahí lo tenés al pelotudo. Bro, ist dein Haus aus Papier gebaut? Der hat da kurz neuen Speedrun-Weg wie bei Super Mario gefunden. Ich frag mich echt, wo er da gelandet ist. Hello? Naja, das meinte ich eigentlich nicht mit Wochenende genießen. Oder sieht das für euch nach Spaß aus? Ich denke nicht. Vielleicht sollte man am Wochenende auch mal was Neues ausprobieren. Einfach mal die Komfortzone verlassen. Der Bre hier geht zum Beispiel raus bei Regen und Gewitter und springt in den Pool. Darauf hätte ich ja null Bock. Müllidee. Ich sag euch ehrlich, da chill ich lieber in meinem Bett und swipe auf TikTok wie so ein dummer Affe, anstatt da reinzuspringen. Oh, hey guys, it's raining. Oh my god, look at him go. Oh my god, there he goes. Okay, okay, do it. Holy shit, der wurde geknuspert. Wärst du mal lieber drin geblieben? Aber ehrlich, jetzt freu dich doch mal. Das ist der Jackpot. Sowas ist so unwahrscheinlich, dass es überhaupt passiert. Ja, gut. Bringt jetzt auch nichts. Du siehst jetzt halt so aus. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. Kleiner Disclaimer an alle und vor allem das YouTube-Team. Dieser Clip war natürlich nicht echt und der Blitz wurde nur rein editiert. Keine Personen wurden verletzt. Ach ja, und wo wir gerade schon so über die Komfortzone verlassen geredet haben, wer von euch geht regelmäßig ins Gym? Hm? Ich hoffe einige. Und falls nicht, geht ihr faulen Säcke. Los, los! Naja, und man sagt ja immer, dass schwere Gewichte deinen Körper auf lange Zeit richtig krass transformieren können. Lifting that much weight will for sure transform your body. Das meinte ich jetzt nicht mit transformieren, Bro. Der Bruder ist kurz zu Optimus Prime geworden. Und genau so solltet ihr euch jetzt auch im Gym transformieren und zur Maschine werden. Nicht, dass ihr noch fett werdet und am Ende so endet wie er hier. I love to watch him. Lil Bro ist einfach so fett, er braucht drei unterschiedliche Bewegungen, um die Treppe hochzukommen. Und was ist dieser Goofy R-Walk? Ja, deswegen geht lieber ins Gym, ihr Lutscher. Ey, wer von euch kennt auch dieses Problem, wenn man am Kochen ist? So, man steht voll im Fokus in der Küche und ist der Chefkoch. Man wendet gerade so zum Beispiel seine Nuggets so in der Luft und lässt sie auch ein bisschen springen und wackeln in der Pfanne. Man nimmt die so richtig mit einem dicken Schwung nach oben, lässt sie so ein bisschen brutzeln, ja, Mann. Und da landen halt paar kleine Krümel so außerhalb der Pfanne auf den Herdplatten. Sieht dann so aus. Ja, das f***t schon ziemlich ab. Aber alles gut, ich habe die Lösung dafür gefunden. Also das ist einfach. Spaß beiseite, die haben auch gar keine Ahnung von gar nichts, oder? Der Staubsauger ist doch danach gefickt, Bro. Der ist am Arsch danach. Die ganzen Bürsten und Kunststoff unten an dem Ding schmelzen doch komplett. Das macht echt gar keinen Sinn. Das sollte ein Lifehack werden, aber endet darin, dass man dick Minus macht, weil man sich einen neuen Staubsauger kaufen muss. Woher wusstest du, dass ich in einer WG mit Studenten wohne? Naja, wie auch immer. Bald startet ja Seven vs. Wild auf YouTube und hier bekommt ihr schon mal erste Einblicke, weil unser guter Freund, der Drachenlord, hat auch einen Selbstversuch gestartet. Drachenlord bei Seven vs. Wild. Ich bin jetzt patschnass hier. Das macht mir jetzt ein bisschen Sorgen über die Nacht. Wie spät ist es? 19.26 Uhr. Also ich denke, ich gebe dem Ganzen jetzt noch eine Stunde. Dann ist es zappenduster. Ich habe jetzt hier ein bisschen meine Verpflegung ausgepackt. Alles ist ein bisschen unter die Plane. Also die Plane ist echt riesig. Das ist eigentlich ein Zelt. Also es ist kein Zelt. Okay, okay. Wir sehen, der Drache ist schon im Zelt und alles. Ihm scheint es noch gut zu gehen und gleich wird es ja auch schon zappenduster. Wir haben jetzt Mai, Anfang Mai. Aber es dürfte trotzdem noch sehr ungemütlich werden nachts. Vor allem, wenn ich jetzt patschnass bin. Möglichkeit, nicht zu erfrieren. Gibt es jetzt ein paar Möglichkeiten, was ich machen kann. Ich kann zwischendurch mal aufstehen und mich mal ein bisschen bewegen in der Hoffnung, wenn es nicht regnet, in der Hoffnung,
dass ich durch die Körpertemperatur meine Klamotten trocknen kann. Würde mir persönlich sehr gut tun, weil dann würde ich auch erstmal wieder trocken werden. Das Dumme ist, ich habe das Einzige, was ich anders anziehen kann, ich habe bloß ein trockenes T-Shirt dabei und mein T-Shirt selbst ist jetzt, es ist feucht, es ist nicht nass. Mein Pullover ist durchgenässt, meine Hose... Okay, die übertreiben jetzt echt mit der epischen Musik. Reicht doch, ja, wir haben es verstanden, es ist spannend, okay. Ist durchgenässt und ich habe leider keine zweite Hose dabei. Meine Socken könnte ich austauschen, aber würde nichts bringen, weil die Schuhe nass sind. Das heißt, im Klartext ist es ziemlich unpraktisch gerade alles. Der Arme hat jetzt schon Mental Breakdown, obwohl der gerade mal 4 Stunden drin ist oder so. Ja, was denkt ihr? Hat es der Drache geschafft oder nicht? Das hier sind die Aufnahmen von Tag 2. Ohne Witz, ich höre gefühlt ständig überall Stimmen, oder ich bilde es mir zumindest ein. Weil das Wasser irgendwie hier ranschwappt und irgendwie kommt so mit dem Wind und es hört sich mal an, als wenn jemand reden würde. Ich gucke halt ständig irgendwie ans Ufer und da ist aber niemand. Kleiner Spoiler, der Drache ist noch in der Nacht ausgeschieden. Naja, schade. Vielleicht klappt es ja nächstes Jahr, wenn ich zusammen mit ihm die Tech Team Edition machen werde. POV, du setzt dich neben den Falschen im Bus. Yo, chill, es ist doch nur eine Busfahrt. Wo ist der zugestiegen? Zufällig bei der Bushaltestelle neben der geschlossenen Anstalt. Und dann? Und dann zeig ich dir, was du wieder bist. Dann will ich dich anpissen und werde dich schön in deine Fresse rumspringen von dir. Ne? Bleib drinnen gleich hier. Ja, klassischer Dienstagnachmittag in der Bahn in Frankfurt. Aber das mit dem Anpissen und im Gesicht rumspringen, Bro, das geht echt eins zu weit. Das ist nicht cool. Verdammt, Luke Skywalker geht's echt nicht gut. Mal ehrlich, wer hat den Arm vorher so provoziert, dass er da mittendrin einfach zum Hund wird? Eins zu eins. Bro, ich bin mal wieder auf einen genialen Streich gestoßen. Schaut mal, wie sich das nächste Kind freut auf McDonald's. Oha, oha, er ist so gehypt. Er freut sich ja mal richtig auf Mc's. Er kann es kaum abwarten, jetzt schön sein Big Mac auszupacken und reinbeißen. Yummy, yummy. Genau das hast du davon, du kleiner Hosenfresser. Was für McDonald's? Komm mal klar, wer denkst du, wer du bist? Wer denkst du, wie alt du bist? Hier ist deine Semmel und sei still, Mann. Nix hier mit Big Mac, Fick Mac. Haha, isst lieber was Gesundes. So geht Erziehung. So macht man es richtig. So garantiert man, dass das Kind später mal ein Macher wird. Ich bin maximal verwirrt. Bruder, heute Kindergarten war wild. Du bist jetzt ein Mann. Steht schon Kopf rum, schläge nach. 540, ich liebe das. Das Spaghetti so ein bisschen krass. Das soll kriegt schon. Bro, what the f***? Welcher Rapper spielt Konzert im Kindergarten? Egal, immerhin besser als gar nicht live zu spielen. Komm, wir wetten das. Ich geh bitte schnell und ruf in meinen Namen. Die Zeit wird so schlägen, ich hab mich gewarnt. In meiner Gegend hab ich schon alles geplant. Geht ruhig. Oh Mann, ey. Ich glaube doch, das ist echt peinlich. Das ist doch viel schlimmer als gar nicht live zu spielen. So funktioniert die Einschulung in Frankfurt einfach. Oder in Duisburg. Was geht eigentlich ab bei ihm? Das ist das größte Problem hier. Wieso entscheidet sich er dazu, das vor Kindern zu rappen? Also, welcher Prozess ging in seinem Kopf ab, bevor er sich dachte, ja Mann, ich mach das. Ich spiele heute ein Konzert vor 4-Jährigen. Oh Mann, das wird lit. Verrückte Welt, wirklich. Geisteskrank, ja? Ach ja, jetzt passend zur Winterzeit, wisst ihr, was wärmer hält als eine Winterjacke? Richtig, dieses Outfit hier. Bro, ich brauch das unbedingt. Das ist echt Drip-Level 10 von 10. Deine Fahrradklingel ist kaputt. Das ist die Lösung. Okay, zeig mal her.
Oder ich kann das alles nicht mehr. Was geht denn ab auf der Welt? Wieso sitzt da ein Rabe auf seinem Kopf? Naja, Freunde, wenn ihr nicht wollt, dass euch dieser Rabe auf den Kopf kackt, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Peace out.